Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Plays Crusader Kings 3. Nicht Stronghold Crusader, das ist was anderes. Klingt ein bisschen ähnlich, aber nein. Tatsächlich muss ich bei Stronghold Crusader noch gucken, wie ich das hinkriege, weil die eine Mission ist so schwer. Aber okay, schaffen wir schon. So, umschalte. Ups. Okay, nochmal gucken, ob alles läuft. Sieht aber gut aus. Wir laden, und zwar das Let's Play. Cloud-Speicher. Ja, genau. Bam. Sollte passen. Okay. In den Krieg rufen. Seid gegrüßt, Graf Gundbert. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren. Das ist halt der Typ, der gar nichts kann. Ne? Und er kämpft gegen Graf Popo von Graz. Das ist okay. Ich sage mal ja. Aber ich mach wohl. Ich habe mir Eichstätt geholt. Das dauert aber noch. Ja, komm. Ist in Ordnung. Eigentlich will ich da gar nichts mehr, weil... Nee, aber... Schauen wir mal. So, ich habe hier ganz viel Zeug. Das mit den Gemeinden läuft noch. Dem will ich gerade nicht den Krieg erklären. Das geht auch nicht. Mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Ja, vernarbt. Narben bringen Zeugs. Ja, aber nee, weil der kann halt nichts, ne? Der hat hier Elfen Diplomatie, kann ich nicht machen. Da ist er schlecht, da ist er ganz schlecht, da kann er auch nichts und geht halt nicht, ne? Hat er halt Pech gehabt. Sorry, ist einfach so. Wenn er nichts kann, Pech gehabt. Ihr unternimmt einen weiteren Versuch. Naja, das ist ja... Ich will ja versuchen, Ansprüche zu erheben über Frömmigkeit. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass das klappt, aber hey, man muss es probieren. Stefan wird erwachsen. Okay. Er erhält brillanter Strateg. Oh, das ist sehr stark. Okay. Okay, okay, okay. Und Maria auch. Sie bekommt sehr Soldat und unnachgiebiger Verteidiger. Oh, ist nicht schlecht. Gut, jetzt muss ich gucken, was mache ich mit dem guten Stefan von Kempten. Der sollte heiraten. Der sollte jemanden heiraten. Und zwar jemanden, der mir ein richtig gutes Bündnis gibt. Die können jetzt heiraten, genau. So, das ist ganz schlecht. Der hat 1000 Mann. Der hat 700 und hat sogar Ansprüche auf zwei Dinge. Und zwar das da und das da. Könnte ich mir überlegen, sind das schwache Ansprüche oder starke Ansprüche? Es sind starke Ansprüche. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Was weiß ich denn darüber? Das gehört dem da. Der hat Graf Armaut als Verbündeten. Okay. Ja. Aber ich kriege ja auch hier ein Bündnis. Ne? Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Französisch muss man mal gucken. Aber generell... Weil das ist schon wieder eher so... Das ist nochmal schlechter. Was hat die denn? Die ist unersättlich und fleißig. Fleißig ist gut? Was ist er denn? Weil ich sollte auch gucken, dass sie zueinander passen. Er ist robust. Zwilling, ja, und ein brillanter Stratege. Er ist ehrgeizig, mitfühlend. Okay, wenn beide ehrgeizig sind, ist das nicht gut. Fleißig, ehrlich, mitfühlend, fleißig, faul, fleißig, unersättlich, maßvoll. Da scheint es keinen großen Konflikt zu geben. Man kann natürlich auch mal gucken, nicht nach Bündnismacht. Griechisch ist halt auch. Sondern man kann mal gucken nach Summe aller Werte.
Hier haben wir jemanden, der intelligent ist, aber empfängnisunfähig. Nicht so gut. Ein Genie wäre ganz stark und hat auch gute Werte und ist sogar aus einem Haus, Ansbach. Die ist tapfer und sadistisch, okay. Ist für Katholiken nicht so toll, aber die ist halt 42, ne? Da ist Chance auf Kinder moderat. Der verliert Prestige, die bekommt es. Ja. Ja. Was gibt's noch so? Ja. Die haben halt gar kein Land. Die ist hübsch. Das ist okay. Ehrgeizig, eigenwillig, ungeduldig. Nee, auch nicht wirklich. Schlau. Also Genie war schon sehr stark. Aber wir hatten alles Genie. Also Genie fand ich sehr interessant. Tatsächlich, ne? Sie ist ein Genie, weil das sind vererbliche Eigenschaften. Und das kann sehr stark sein. Ja gut, faul ist es natürlich wieder nicht so toll. Die ist halt ein Genie. Haus Fries. Genie. Faul, hinterlistig und tapfer. Feige, ehrlich. Er ist ehrlich, ne? Ja, das dann mögen die sich nicht so. Das ist nicht so gut. Okay. Die hat gar keine Werte. Die ist jung. Die ist super jung. Aus der könnte aber was werden. Haus Akara. Haus Akara. Genie und Robust. Das sind zwei sehr starke Werte tatsächlich. Ne? Stefana hält Zeug. Was ist denn das für einer? Dieser Graf. Schaut mal. Der hat da oben seins. Das ist nicht gut. Der hat da oben sein Quatsch. Der hat einen Haupterben. Der hat zwei. Der hat zwei Erben. Da werde ich nicht viel bekommen. Ist halt die Frage. Aber generell ist die... Sie ist halt sehr jung. Das ist die Sache. Sie ist ziemlich jung, aber sie ist ein kleines Genie. Das ist nicht so schlecht. Und sie ist in guter Gesundheit. Die Werte werden sicher auch noch steigen, wenn sie älter wird. Also Genie finde ich tatsächlich ziemlich nice, weil das halt alles gut kann. Na, und das ist auf lange Sicht, ist es nicht schlecht. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst jetzt machen soll. Ich probiere das jetzt. Na, wenn die dann so alt sind, gucken wir mal. Ob das was bringt? Mal schauen. So. Weil... Was haben wir hier eigentlich? Grascher von Leibniz, mein Krieg. Wir verteilen... Ach so, das ist der... Ja, das ist mir egal. Das ist ja egal. Ich meine... Na... Festung Leibniz. Da steht eine 600er Armee. Wahrscheinlich könnte ich die bezwingen, aber... Nee... Nö, der kann weg, das ist egal. So, wohin auch immer ich gehe, meine Gemahlin folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worte auf den Lippen, ich weiß genau, was sie will. Ich kann sie beschlafen. Dann könnte sie meine Affäre werden. Mehr Kinder ist ja erstmal nicht schlecht. Eine Ablenkung für heute Nacht, aber mehr nicht. Wie süß, aber nein. Nee, komm, ja, wieso nicht? Hier, Affäre und beschlafen. Als ich in die Gemächer zurückkehre, die ich mit Gräfin Margarete teile, begrüßt mich ein unerwarteter, doch sehr willkommener Anblick. Unser Bett wurde prächtig dekoriert und Margarete räkelt sich darin, nur bekleidet, mit einem verschmitzten Lächeln. Uhu!
Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir jene Hingabe, die wir uns vor den höchsten Mächten geschworen haben, wenn auch möglicherweise auf etwas fleischlichere Weise als beabsichtigt. Ja, doppelweise gefällt mir nicht so. Naja, egal. Lups, gut. Das haben wir gemacht, das ist schön. Das braucht noch, weil Augsburg, ich brauche wieder Geld, ne? Ich will hier hochkommen. Und das andere auch. Ich nehme die vorgeschlagene Verlöbnis an. Stieftochter Landina. Ja, das ist egal. Die hat Werte. Landina hat Werte. Landina hat Werte. Und das ist gut. So, Alpsee gehört halt zu dem. Deswegen immer schön rauszoomen. Dann sieht man nämlich, aha, euer Ruhm ist weithin bekannt. Das ist schön. Wo kann ich was machen? Weil das ist, das braucht man nicht angreifen. Der hat einen Lehnsherrn. Der hat einen Lehnsherrn. Der hat einen Lehnsherrn. Wo war denn das mit dem Rauszoomen? War das das hier? Muss man mal gucken. Fraktion geschaffen. Okay. Das Ding ist, immer wenn ich mir was auch angucken möchte. Also ich habe ja auch diesen Lehnsherrn. Ja genau, ich bin aber nicht Teil des Herzogtums Bayern. Das ist das Problem. Ob ich da Krieg machen kann, weiß ich nicht. Bei Eichstätt ging's. Na? Das gehört halt jedem. Graf Adalbert von Alpsee. Ja. So, der ist verbunden. Der ist da verbunden. Das ist klar. Der ist auch da verbunden. Der ist auch da verbunden. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich da groß... Ich bin auch verbunden. Deswegen müsste es gehen. Hier ging es nicht, wo ich hier das mit Ulm machen wollte. Weil Ulm gehört halt zu dem dazu. Na? Und das ist nicht gut. Also Ulm, wenn ich Ulm versuche, dann müsste ich Prinz Karl den Krieg erklären. Wo ist denn der? Dem da. Genau, weil Ulm da drin liegt. So. Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber ich komme noch dahinter, wie das genau läuft. Ein plötzliches Aufbäumen. Ich war so erfahren darin zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz hinabgaloppiere, bringt irgendwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd dazu, sich aufzubäumen. Hätte man auch Sichtfeld schreiben können. Gesichtsfeld ist irgendwie strange. Einen Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes, dann scheint die Zeit langsam zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Ruhig, Junge, ganz ruhig. Ich könnte verwundet werden oder Kriegsführung und Reiter. Oder besser auf Nummer sicher gehen, ich lasse mich zu Boden fallen. Nö. Fest im Sattel, ich schaffe das. Welch kraftvolles Tier. Bam. Ich spüre, wie es mich nach rechts und links wirft, aber nichts bringt mich dazu, die Zügel und den Sattel loszulassen. Schließlich beruhigen meine Kammer. Kommando ist das Pferd und bald schon stapft das Tier wieder eifrig auf den festgetrommelten Boden, stabil wie eh und je. Nice. Bium. Das ist doch schön. So. Ja, da kommt noch eine Armee. Guckt mal, das ist zu viel. Das kann der voll vergessen. Leibniz ist tot. Aber das ist okay. Enkelin wurde gefangen genommen. Das ist nicht so nice. Niederlage, so sei es. Ja, ist egal. Die wurde wieder freigelassen. Das ist sehr schön. Die Frage ist... Ist die verheiratet? Oder kann ich für sie wieder eine Heirat arrangieren? Na? Das ist die Frage. Also sie ist ja erst 4. Hat Großeltern. Hat Eltern. Ach, das ist nur eine Nichte gewesen. Mit der kann ich nichts anfangen oder so. Ich bin Großeltern. Geschwister, Kinder. Ja, die ist nichts nah, die ist nichts wert, ne? Schade. Fraktion. Da könnte ich auch mal gucken, wie das mit den Fraktionen aussieht.
Hier. Hier. Da kann ich nichts machen. Nö. Ihr könnt einen neuen Vorzug wählen. Dann machen wir das doch gleich mal. Die Königsgarde. Wir kriegen einen Ritter. Sehr schön. Das heißt, 8 von 10 Rittern erhielt die Eigenschaft schwanger. Schön, 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 schön. Ritter einladen. Das würde ich gern wieder machen, sobald es geht. Dauert noch, aber schauen wir mal. Haben wir denn hier Ritter? Erbe. Der sollte nicht rittern, tatsächlich. Das ist zu gefährlich als Erbe. Der Bürgermeister. Oh, der ist jetzt nicht so toll, ne? Ritter und Vasall. Ritter und Vasall. Also, na, ist halt die Frage. Leere Drohung. Was macht denn der jetzt schon wieder? Der ist so nutzlos, dieser Engelbert von Memmingen. Das ist halt, das ist der, ne? Ratschmitzel. Der mag mich zwar, hat auch hier einen halbwegs guten Wert, aber ansonsten macht der nur Schwachsinn. Ja, ist halt wieder Frömmigkeit, tschüss, ne? RIP, ist halt, also, Das ist so schlimm mit dem Typen. Ist echt furchtbar. Aber gut, kann ich nicht ändern. Also der dürfte tatsächlich rittern, weil. Sorry. Na, Idiot. Der macht dauernd so einen Schwachsinn. Das ist richtig, richtig schlimm. Wolpe. Okay. Weil irgendwann habe ich keine Frömmigkeit mehr. Das ist halt zynisch, ja, deswegen gibt es keinen. Nee. Es lohnt sich halt auch nicht, Frömmigkeit zu machen, auf eine Reise zu gehen, um dann, man kam zu Ohren, dass einige Gemeine meines Reichs nach Rom ziehen, wo mein Priesterkönig Anastasius von der Pontifikat residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sich ja nicht schaden. Seine Meinung. So, das ist das Verbessern. 15 Gold. Ja, für 15 Gold, das ist ja geschenkt fast. So, wenige Ritter. Das mache ich noch irgendwann. Das mache ich nicht. Das mache ich irgendwann. Das ist mir egal. Ihr könnt Engelbert von Kempten einen Vorwand zuweisen. Ah! Unterrichten. So, den unterrichte ich jetzt. Gut, dass das hier steht. Danke. Der mag mich nicht sehr, aber. Eben. So, passt. Gut. Soweit, so gut. Dieses Herzogtum würde ich immer noch gern machen, aber. Gold. Na, ich brauche noch 100 Gold. Den kriege ich gerade nicht. Anspannung schaut gut aus. Fraktionen ist egal. Entscheidungen, Jagd, Festmahl, Nope, Pilgerreise, kostet Geld. Es gibt hier leider nichts, was ich machen könnte. Blutlinie. Eine Tochter! Cecilia ist schön. Brigitte, Helen, Christina. Patrizia. Habe ich nicht schon eine Patrizia? Konstanze. Das ist doch ein schöner Name. So. Starkes Blut. Gesundheit, kleiner Bonus. Vererbung von vererblichen Eigenschaften. Chance auf neue Gute plus 4000 Millionen Prozent. Das ist natürlich eine Menge, aber ich habe weder eine Gruppe helle Köpfe, wundersame Charaktere oder Prachtexemplare. Vielleicht kommt es aber mit meinem Sohn dann irgendwann. Einen Kriegerorden zu gründen, kann ich überhaupt gar nicht machen. Und das Reich wiederherstellen auch nicht, weil da fehlt so viel. Aber okay. Sehr, sehr spannend alles. Gucken wir mal. Irgendwann vielleicht irgendwie irgendwas. Bis dahin, das läuft noch.
Was kämpft denn der? Der kämpft, verteidigt gegen irgendwen. Okay. Mein Druckmittel ist verfallen. Ja. Ist jetzt nicht so wild. Okay. Der hat mir. Der kleine Spatzel hier. König Drauslav hat einen Verbündeten. Er selbst hat nicht so viel. Okay. Wo ziehen die denn hin? Wo ist das denn? Weil es ist immer. Also es ist nie so schlecht. Gut, ich habe hier bald Anspruch fingiert, deswegen sollte. Na, da sollte ich warten. Also es wäre schon cool, sich irgendwo zu beteiligen, weil das gibt Geld. Es gibt richtig Geld. Aber im Augenblick sehe ich nicht, wie das funktionieren sollte. Deswegen warte ich jetzt hier einfach mal. Die laufen da lang. Der Angreifer ist halt der da. Und der ist da hinten. Das ist ein bisschen weit weg. Aber vielleicht könnte ich ja nach meinem Krieg mit, falls ich hier was bekomme, mit Parsberg, mal schauen, mich dort mit anstellen. So, wird überfallen, das ist egal. Also mir zumindest, weil betrifft mich glaube ich nicht. So. Fingieren. Die Steuern steigen wieder. Es dauert natürlich. Schwäbisch. Wieso ist ein Schwäbisch so schlecht? Gemeinde gehört nicht zu eurer Kultur. Wir sind bayerisch. Ja, wie kriege ich denn die bayerische Kultur dahin? Graf Eberhard von Bern, der ist schwäbisch. Okay. Und ich bin halt bayerisch. Da müsste ich gucken. Okay. Motten, zivil, Bauarbeiten, Erbteilung. Uff, ist ja groß. Okay, krass. Ein Fettsack. Okay. Bisher. Da wird noch mehr geplündert. Da wird das gekämpft, okay. Kommen da noch Verstärkungen oder verliert der das jetzt? Der verliert das, oder? Oh wow, der verliert die Schlacht noch. Unser Ritter konnte. Achso, das bin ich. Ja. Das ist nur, weil ich es angeklickt habe. Weil da halt keine Verstärkungen dazu kommen, ne? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann gleich der nächste Quatsch losgeht. Ah, da sieht man die Würfel. 8, 4, 1, minus 1, 6, 0. Okay. Cool. Ist mir bisher noch nicht auf beim Rückzug. In Verfolgung. Okay. Lösen sich auf. Ja, minus 7%. Sieht nicht so gut aus. Deswegen war es auch gut zu warten. Okay. Also wir haben hier bald den Anspruch fingiert. Okay. Seid gegrüßt. 84 Grafschaft vom Parsberg. So, ich probiere das jetzt. Der hat verbündet Arnulf. Das ist schlecht. Weil ich könnte natürlich den Krieg erklären, ne? Ansprüche, so. Wir werden aber ebenbürtig und das ist nicht so gut. Weil der Verbündete. Moment. Ah, nee, der ist nur dabei. Nicht der da. Der nicht. Schade, dass ich mit dem kein Bündnis habe. Aber vielleicht kann ich mit dem ja ein Bündnis schmieden. Das wäre doch gut. Da
Wahrscheinlich nicht, aber es wäre halt schon nice. Er hat Ansprüche. So, warum kann ich jetzt hier niemanden auswählen? Weil das ist Mann. Das wundert mich halt so, ne? Ich würde gern sagen, hey, guck mal, vielleicht ist der schon verlobt mit jemand. Das kann natürlich sein. Aber das ist halt irgendwie bedauerlich. Der ist ein Genie. Ach so, ist hier Genie noch? Mach das mal weg. So. Der hat 1400 Truppen, okay. Viele Titel. Wo ist das? Das ist ganz weit weg. Aber das sieht nicht schlecht aus. 1400 Truppen. Na? 1000 Truppen. Aber der ist ein bisschen weit weg, habe ich das Gefühl. Schaut's mal. Da ist der schon besser. Hier da oben. Angaria. Oh, okay. Also je nachdem, wie es läuft, ne? Die machen das so rum. Cool. Ja, das ist halt doof, dass der den Verbündeten hat. So, und der gehört da dazu. Genau wie ich. Das heißt, Nürnberg könnte man auch versuchen. Ja, der hat den als Verbündeten. Das ist... Aua! Also Bündnisse sind dann schon sehr wichtig. Coburg ist sehr stark. Das ist halt auch gefährlich. Der Graf gehört da und da dazu. Das müssten auch meine Verbündeten sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder meine Feinde, eins von beiden. Weiß es gerade gar nicht genau. Die Blumen-Typsies. Nee, sind verbündet mit uns. Super. Alpsee. Ja, nein. Fürstentümer bringen gar nichts. Das ist auch nicht gut. Es gibt nicht so viel, was ich mir hier holen könnte, ne? Es ist leider echt wenig. Riesgau gehört auch dazu. Hat den als Verbündeten. Das ist schon... Da wollte ich eh mal hin. Ich hab doch hier... hatte ich mal. Glaube ich. Hatte ich mal die Ansprüche. Jetzt nicht mehr. Naja, schauen wir mal, was geht. Also hier geht gerade mit. Geht gerade wenig zum Land vergrößern. Es sei denn, ich würde sagen, hier Herzogtum, ne? Das gehört mir. Uff. Aber das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass ich hier Ingolstadt oder so. Ich hätte hier München, aber. Vorgeschlagene Verlöbnis an. So. Und jetzt müssten das meine Verbündeten sein. Genau. Gut. So. Und wenn ich jetzt
Graf Arnulf den Krieg erkläre. Dann kostet mich das 15. Aber ich habe Verbündete. Den da und den. Ja, aber die sind halt weit weg. Das ist das Ding. Die sind weit weg. Und das macht's schwierig. Das macht es sehr schwierig. St. Gallen sollte ich mir nicht holen, das geht nicht. Ja. Das gehört dem. Ich sitze hier halt echt blöd zwischen zwei Leuten. Also, dass das eine Kriegsding nicht funktioniert hat, war so bescheuert. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gut. Weil mit dem Prinz-Herzog-Ding will ich mich halt eigentlich nicht anlegen. Ne? Das ist nicht so schick. Ich hätte schon gerne München, Ingolstadt, Rottenburg und blablabla, aber... Ja, das ist halt Ulm. Aber halt auch nur mit Verbündeten. Und das ist halt mein Lehnsherr. Das sollte ich tunlichst vermeiden. Ja, und welchen Titel ist es? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, der hat keine Ziele und nix. Ja, das ist die Geschichte. Überzogene Zölle. Ich habe schon wieder einen Schmugglerring. Toll. Glückwunsch. Also ich würde die Grafschaft von Passberg mir gern holen. Aber mit dem nebendran ist das halt sehr gefährlich. Und ich sag mal so. Nicht beeinflusst. Die Söldner sind teuer. Würde mich zu sehr verschulden. Ja. Ich hätte die gern. Das wäre cool. Ne? Aber. Vor allem, ich muss halt auch aufpassen, wie viel Kohle hat. Wie viel Kohle hat der? Nicht so viel. Okay. Hofarzt. Elf. 13. Weise Frau, Unzüchtiger. Das ist ein Verbrechen gegenüber katholischer Meinung Einkehr. Aha. Verschwörer. Also die ist nicht gut. Ja, nee. Und das sind halt wieder 50 Gold. Und die ist halt schon wieder alt und die mag mich gar nicht. Niedrige Geburt, niedrige Geburt. Ein Hofarzt wäre wichtig, aber ich möchte schon jemanden haben, der irgendwas kann. Und ich will nicht noch mehr Frömmigkeit. So, die ist halt 5. Die ist halt 0 gebildet. Was die gut kann, ist Verwaltung. Verwaltung. Okay, pass auf. Ich hole mir die jetzt.
kann ich die... Ja. Du bist nicht mehr länger mein Hofarzt, aber du bist Teil meines Hofes, richtig? Ja. So. Ich hoffe, das klappt, weil... Wo ist die denn? Oder dürfen das nur Männer machen? Hallo? Nee. Die ist halt... Die ist doch an meinem Hof. Warum darf die nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Gar nichts. Nee. Das sind alles Männer. Ja, Ratsverwalter. Genau. Ich würde den halt gern ändern. Aber das sind alles Männer, schau mal. Ja, aber hier kann es auch ein Spitzel, hier kann es auch eine Frau sein. Seht ihr? Hier nicht. Hier auch nicht. Das ist halt schwarz. Also das hätte mir mal einer, also... Ne? Dass Spitzel nur eine Frau und der Rest nur Männer sein können, ist schon... Das ist halt strange. Weil... Hier, Ratsmarschall ist eine Herzogin. Dynastie, Relevanz, Stärke, Rang, Alter. Verwaltung. Das wundert mich jetzt schon sehr. Also wirklich sehr. Der hat halt 9, das ist halt nicht schlecht, ne? Die ist Arzt. 16. Die kann doch was. Also da, das war jetzt dumm. Das war jetzt ziemlich dumm. Aber, okay. Whatever.
Das ist gut. Das war einfach nur dumm, aber na gut. Was soll's. Ritter einladen. Ich kann wieder Ritter einladen. Ja, das kostet wieder ganz viel Prestige, ne? Jetzt nicht. Später. Ich würde schon... Ah! Die Gräfin. Ah! Schaut's mal. Die Gräfin. Da ist was passiert. Ne? Der ist tot. Und wenn ich jetzt hier gucke, Parsberg hat keinen Verbündeten mehr. Null. Die sind weit unterlegen. Und ich kann den Krieg erklären. Kostet auch fast nichts. Ich sehe das richtig, ne? Die haben nicht zwingend viel Gold. Bam, boom. So. Pause machen. Schließen. Militär. Sammelpunkt hier vorne. Dort alle ausheben. Go. 500, 600, 800. Und rüber gehen. Hol ich mir. Das war jetzt ein guter Rückschlag. Es gab dort unten mal einen, den ich so ein bisschen bestechen und blablub und bums wollte, aber ich weiß nicht mehr, wer es war, was dort passiert war und wie und wie und wie. Da wollte ich was mit Ränkespielen machen. Das war so ein handsome, lackierter Typ mit Wellhaaren, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Es gibt ein neues Dings, Lehren. Glaube katarisch. Nee. Oberschlesien. Das ist ein bisschen nah. Aber okay. Macht mal. So. Hier wird jetzt gekämpft. Guck mal. Wir haben 7 Ritter, die 5. Wir 16, sie gegen 16, okay. Eine 2 gegen 5, das ist schon mal nicht so gut. Okay. Was ist denn das Minimum, das Maximum? Höchstwurf 10, Mindestwurf 0. Stefan von Kemp. Warum macht... Ich meine, es ist okay, aber mein Erbe als Befehlshaber ist halt dumm, weil er darf nicht Ritter sein, okay, aber dann sollte er... Ich meine, wir werden das gewinnen, aber es ist trotzdem riskant. Oh, eine 8 zu einer 1, das ist gut. Hm. 7-0, die haben Verteidiger. Aber es reicht nicht. Okay. Aber ganz im Ernst, das gefällt mir gar nicht. Hallo? Stopp. Ja, okay, aber der ist halt ein sehr guter Ritter. Rüdiger Gross, ne, der kann nichts, der, ne. Das mache ich jetzt schön selber. So. Herrscher gibt sich der Kämpfer. Feindliche Leute gefangen genommen. Kann ich dafür Geld bekommen? Nö. Der mag mich schon wieder nicht. Der ist schon alt geworden, so ein bisschen, ne? Lange Herrschaft, arrogant, ja. Der hat einen gesunden Körper, der lebt lang. Ja, toll. Niedrige Gemeindekontrolle in Eichstätt, ja. Aber Augsburg sieht gut aus. Ich müsste was mit der Kultur machen. Das ist ein Riesenproblem, dass ich nichts mit der Kultur mache. Ich würde gerne die Kultur, aber da muss ich dann halt auch Leute einsetzen, die nicht schwäbisch, sondern bayerisch sind. Na? Hier zum Beispiel. Bin ich, ist bayerisch. Da nicht, warum? Wieso ist das schwäbisch? Schwäbische Kultur, Kulturoberhaupt. Das tät mich wirklich mal interessieren. Ah, ich habe den Tooltip immer weggeklickt, ne? Aber hier, Kultur. Kultur stellen die Sprache und die Bräuche eines Charakters durch Grabschafter. Charaktere aus verschiedenen Kulturen haben schlechtere Meinungen. Jede Kultur gehört zu einer großen Kulturgruppe.
Stehen einander näher als solche Kreaturen außerhalb der Gruppe. Okay, ja, schön. Aber warum habe ich hier... Was habt ihr denn zur Kultur zu sagen? Kultur. Fördern. Ist eine Ratsaufgabe. Sie ändert die Kultur einer Grafschaft. Okay. Kultur fördern. Gut. Rat. Wer kann Kultur fördern? Der kann religiöse Beziehungen und Ansprüche fingieren. Steuern eintreiben. Mehr Entwicklung. Kultur fördern. Wechsel zu Bayerisch, das ist wichtig. Mach das mal bitte. Ich meine, die Steuern sind nice, wenn ich habe. Aber, hey. Ja, ich habe gerade ausgehobene Armeen. Die gehen dann wieder weg, dann passt das. So. Heimische Angelegenheiten. Intern Krieg beenden. Vasallenteilnahme erzwungen. Vasallenmeinung erhöht. Nö, das passt. Der macht hier mehr Kontrolle in Gemeinden. Das passt auch noch. Danach kann er sich mal wieder um Befehlshaber kümmern. Und der macht hier das. Geheimnisse brauche ich gerade nicht. Das passt. Das passt. Das passt. Der kann Titel eingliedern. Nein. Okay. Ja, nee, die ist da schon ganz gut dabei. Bänkespiel. Ich versuche ja immer noch, den irgendwie mir gewogen zu stimmen. Weil mir das vielleicht irgendwie helfen könnte. Alte Frömmigkeit. Wie teuer ist das? 100 für 100. Nee. Ihr könnt einen neuen... So. Friedensstifter, Friedensannahme. Ja. Dienst an Krone, natürlicher Schrecken, Kontrolle, Zuwachs ist auch stark. Verteidigervorteil, strenge Organisation, Flottentempo, Bewegungstempo. Das bringt halt fast gar nichts, ne? Zusätzliche Boni. Oh, das ist auch nicht schlecht. Okay, weil Friedensstifter, Friedensannahme, whatever. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal was anderes machen, aber eigentlich gefällt mir das hier so ganz gut, ne? Kampfgeschick, Anziehungsmeinung, Vorteil, Kriegsführung plus 1. Ich brauche kein Kampfgeschick, aber der Rittervorteil ist stark. Kriegsführung plus 3 wäre richtig knackig. Aber der Rittervorteil plus 5 ist halt schon mächtig. Ich lasse es mal, wie es so ist. Es passt schon. So, das gehört gleich mir. Dann müssen sie aufgeben. Hier, 50% haben wir schon. Ich habe meine Feindin als Geisel genommen. Oh, die Arme. So, wir haben gewonnen. Wir können die Forderung erzwingen. Ihr erhaltet 15 Ruhm. Okay. So sei es. An den ekelhaften Gundbert. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedachte. Du bist halt ein kleines Mädchen, ne? Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich nachgeben. So, Parsberg gehört mir. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Armeen wieder auflösen. Tschüss. Der kann weg. Der kann weg. Ihr könnt diesen letzten Sammelpunkt nicht... Kann ich eigentlich? Pass mal auf hier. So, blau. Jetzt kann der weg. Genau. Kann ich den verschieben? Nö, natürlich nicht. Da unten ist Augsburg. So. Das wird jetzt mein Hauptsammelpunkt. Nein, wo ist denn jetzt der Blaue? Hallo? Ich möchte gerne einen blauen Sammelpunkt haben. Jetzt ist der da. So, jetzt.
Perfekt, blauer Sammelpunkt in Augsburg. Haha! Gefangene gemacht, Belagerung gewonnen, fertig. Domänebesitzer über die Domänenschwelle. Lasst eure Vasallen über einen Teil eurer Domäne herrschen, wenn ihr Titel vergebt. Recently acquired holding verursacht noch keine Abzüge. Okay. Domänenschwelle. Die Domänenschwelle gibt an, wie viele Besitztümer man rechtmäßig haben kann. Wird durch viele Dinge beeinflusst. Verwaltungswert, Nachfolgerecht und den Rang des Haupttitels. Okay. Die Meinung der Vasallen. Noch ist es nicht schlimm. Ich könnte einen Vasallen haben. Das Ding ist, wenn ich das vergebe. Sagen wir mal, ich vergebe es an meinen Sohn. Dann wird er ein Vasall vom Königreich Bayern, da sein Rang unserem entspricht. So, das ist nicht gut. Ich muss unbedingt dieses Herzogtum machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Höflinge und Gäste sind eine gute Wahl, da sie schwach sein werden. Bereits vorhandene Vasallen können ebenfalls Titel annehmen. Doch dadurch werden sie stärker und können zu Bedrohung werden. Ja. Das Ding ist, wenn ich das vergebe, sagen wir mal an irgendeinen Höfling, den da zum Beispiel, der ist super, dann bekommt er zwar Meinung, aber er wird ein Vasall vom Königreich Bayern. Und das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Sieg, ja. Das mit der Domäne ist so eine Sache. Mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Wer ist das denn? Sie. Ist ein mächtiger Vasall. Okay, pass auf. Du bist da besser drin? Dann mach das doch. Schön. Warum ist die mächtig? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Wann ist ein Vasall mächtig? Stadt von Neumarkt. Wo ist das denn? Da oben. Neumarkt. Bürgermeister Dingsblobs. Das gehört mir. Das gehört ihr. Es gibt ein bisschen Geld. Es gibt gar kein Geld. Okay. Rat. Du könntest doch. Ja, komm, die 12 Tage. Mach hin. Blub, 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 blub. So. Dann kannst du doch sicher mehr Kontrolle da oben machen. Weil in Eichstätt, das legt sich mit der Zeit. Ja. Bayerisch. Das braucht noch 4 Jahre in Burgau. Uff. Sind wir da oben bayerisch? Wenigstens da oben sind wir bayerisch. Das ist schon mal ganz gut. Eichstätt. Wir haben hier sogar Holzkasernen für mehr Aufgebote. Das ist nice. Das ist nice. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir auch nichts. So, ich könnte jetzt natürlich. Ja, der mag mich nicht. Das muss ich irgendwann. So, ich könnte jetzt natürlich gucken. Hey, schaut's mal. Sagt schon. Dass ich wieder was baue. Für mehr Gold. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, bald jetzt dieses Herzogtum zu schaffen, damit ich dann endlich das erstmal weg habe und natürlich das mit den Besitztümern verändern kann. Das sollte mir helfen. Mal schauen. Aber das ist halt noch ein bisschen hin, ne? Das Gold kommt nicht von irgendwoher. Ich wünschte, ich hätte ein Ereignis, wo irgendeiner sagt, hier, wegen dem Verwaltungswert, weil die das so toll macht. Guck mal, gibt's Geld. Bam, das wäre halt richtig nice. Domänesteuer 7,5, Verwaltungswert 7,5, zusätzliche Steuern, ja, aber. So, Ansprüche brauche ich gerade keine fingieren. Es wäre mal cool zu wissen, wie man die Domänen. Es gibt irgendwo, wahrscheinlich bei Verwaltung. Ihr könnt für Druckmittel Bezahlung verlangen. Das ist auch interessant. Vasallensteuer geht hoch. Einnahmen im Krieg sind. Es ist meine Domäne. Oh, wow. Um jeden Preis. Entscheidung. Okay.
Habgierig ist es, okay. Architekt und Administrator. Wahrscheinlich ist es das hier. Ihr könnt Thronspruch gegen euren Leser verwenden. Interessant. Ketten der Treue. Großaufgebote. Auch stark. Liebenswert. Bald vergeben. Auf Linie. Ehrbarer Dienst. Oh. Domänenschwelle. Hier, da ist es. Plus 2. Dachte ich mir doch, dass es hier was gibt, was die Domänenschwelle erhöht. Na gut, aber ich bleibe jetzt noch auf Kriegsführung, gehe hier runter auf absolute Kontrolle. Das klingt interessant, was das macht. Weiß ich nicht, aber zusätzliche Boni bei Steuern und Aufgebote klingt erstmal nicht schlecht. Das ist Macht. Mehr Steuern und mehr Leute. Geld und Macht. Und Geld ist Macht, also doppelt, dreifach Macht. Na? So. Die sind alle verlobt. Der nicht. Engelbert ist nicht verlobt. Der ist bucklig und reizend. Stefan, das ist ein richtig knackeliger Typ. Sie ist halt irgendwie irgendwas vernünftig Atheist. Wow. Verlobt. Der hier. Wie wäre es denn, wenn der Engelbert mir noch ein schönes Bündnis gibt? Aber 600 Truppen ist jetzt nicht so geil. Oh mein Gott. Das Ding ist, wenn der Engelbert... Ja, bucklig, da ist es egal, ob die fleißig, unersättlich. Das ist ziemlich egal, glaube ich. Nee, die kommt zu mir. Gib mir ein Bündnis. Bündnis geschmiedet. Sehr schön. So, jetzt habe ich 3 Bündnisse. Das ist solide. Das ist solide. Gräfin manipuliert Untertan. Ihr habt schwaches Druckmittel gegen Stefan von Bogen erhalten. Okay. Ich würde gerne mal meine Druckmittel anschauen. Die sind doch sicher bei Ränkespiel. Druckmittel. Ich habe gegen ihn eins. Aber was mache ich damit? Also das ist mein Kind. Sohn, das ist ein Ritter, das ist meine Tochter und das ist mein Sohn. Warum? Also, okay, aber ich brauche doch keine Druckmittel gerade im Augenblick gegen meine Kinder. Der soll mir da einfach nur helfen. Hier mein Ränkespiel mit dem blöden Papst hier hinzukriegen, der mich immer noch nicht mag. Und da wird immer noch nichts besser. Das ist so bläh. Bald haben wir das Gold. Noch 55 Money-Münzen, dann haben wir es. Und dann wird's. So, hier ist wieder ein Krieg. Eroberung von Oberhäuptlingstum irgendwas. Nee. Sorry. Also der kleine Junge macht ganz schön viele Kriegsspiele hier. Da mische ich mich jetzt nicht ein. So, die Kontrolle ist hier so ein bisschen ungeil, aber das wird. Das ist nicht meins. Passburg ist meins, genau. Und Eichstätt, das wird langsam. Grundwert und Dienst an Krone. Heilige Städte 5%, das wird mit der Zeit. 773, das wird schon. Niederschlesiene Eroberung. Der macht so viel Kriegskram, der richtet sich halt komplett zugrunde. Was ist der denn? Meine Fresse. Also der macht das nicht geschickt. Oder muss er verteidigen? Ja, der muss verteidigen. Der Arme. Okay, das macht mehr Sinn. Der ist gar nicht der Angreifer. Boah, jeder will was von dem Jungen. Aber so ist das halt, ne? Du stirbt ein Oberhaupt, kleines Kind kommt dran, du verlierst dein Bündnis, bam, wirst du überfallen. Das ist so gefährlich. Habe ich ja hier auch gerade gemacht. Das ist richtig uff. Ihr unternehmt einen weiteren Versuch. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch weiter versuchen möchte, weil... es wäre halt wahrscheinlich besser, sag ich mal, wenn ich versuchen würde, den zu beeinflussen.
Na? Ist mein Lehnsherr, wenn der mich mag? Who knows? Obwohl der auch schon alt ist, aber. Ja. Weil ich bin nicht mehr im Rat. Dabei wäre ich so viel besser, weil der nichts von mir hält. Ach, guckt mal, der hat auch Probleme mit der Kirche. Die Kirche ist so dumm! Da hat er ein echtes Problem. Ne? Wenn ich da an meinen Rat denke, der ist. Wenigstens hat der einen gescheiten Bildungswert. Aber der mag mich halt auch nicht. Aber lange Herrschaft, es wird langsam besser. Diener der Ehrlichkeit. So, was haben wir jetzt hier? Ich war erschüttert, als ich Engelbert dabei erwischte, wie er Reisetruhen stehlen wollte. Okay. Wenn er ehrlich ist, dann ist es eine Tugend. Diplomatie geht hoch. Ja, werd ehrlich. Ist in Ordnung. Darf er werden. So. Ich mach's mal ein bisschen schneller, als ich hier das Geld krieg. Familiärer Ruf. Stefan von Kempten hat Meinung von uns erhalten. Dies geschah trotz des schlechten Diplomatiewertes. Stimmt. Aber das ist ja auch mein Sohn. Also, okay. Tugendhafter Bischof gefeiert. Eifer von Katholizismus wurde um 10 erhöht. Utecrea erhielt einen Haufen Bumskram. Nice. Ist das denn? Da unten. Ist das ein Herzogtum? Tatsache. 1000. Oh! Ja, aber ist halt Lehnsherr. So, wenn ich da Stress mache, ist das nicht so toll. Ist auch lustig, dass mein Lehnsherr ein König ist und kein Herzog und nix, ne? Das ist schon. Der hat auch nur einen Verbündeten, aber einen starken. Aber da oben. Das wäre interessant, wenn ich mit dem Herzogtum Stress machen würde. Oder mit dem. Oder mit dem. Irgendwann. Nicht jetzt, aber. Ne? Weil ich bin ja langsam schon stark, so ein bisschen. Ich habe ein paar Ritter, ich habe ein bisschen Aufgebote. Das passt schon. So, ich brauche noch immer Geld. Geld. Komm schon. Noch 3 Monate. Schwupp. Einfluss Infiltratoren. Oh, ich kann was mit dem König Ludwig machen. Du alter Sack, jetzt pass mal auf. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeine meines Reiches nach Ravensburg ziehen, wo mein Lehnsherr König residiert. Genau. Nehmt Gold und macht cool Quatsch. So, das wirft mich wieder zurück. Aber das ist es wert. Wenn der mich mag, der gute König. Willkommene Verwaltung. Grafschaft von Burgau hat voll angenommene Verwaltung. Okay, Burgau mag mich. Volksmeinung. Volksmeinung. Die Bevölkerung, Grafschaft, Meinung, bla bla. Schließt sich in die Bauernfraktion, das ist am einfachsten. Okay, ja, durch Eifer. Okay, die macht keine Boni, die macht nur Mali, wenn es blöd läuft. Wegen überschrittener Domänenschwelle. Genau, das ist schon mal blöd. Aber wir haben es fast. Komm schon. Zack. So. Jetzt kann ich endlich das ausrufen. Wir sind Herzog. Wir haben es geschafft, das Herzogtum Augsburg zu gründen. Augsburgisch. Okay. Das ist sehr cool. Haus Kempten. Fromm und Hammer in der Hand. Boah, kann man machen. So. Der ist gefangen. Der führt ja lauter Kriege. Ja, weil er dumm ist. Uff, hier könnte sich bald etwas ganz Gravierendes ändern. Also das Königreich Bayern.
warum hilft der denn diesem Kindskopf? Das verstehe ich nicht. Also bei aller Liebe, das ist doch... Mein Lehnsherr wurde gefangen genommen. Das ist halt... Uff. Der ist auch gefangen genommen. Schongau. Ha. Okay, jetzt sollte ich etwas abgeben. Zum Beispiel Parsberg. Könnte ich ja vergeben an meinen Sohn. Stefan. Ist doch mein Sohn, oder? Nö. Stefan vom Bogen ist nicht mein Sohn. Hä? Ich würde gerne Parsberg vergeben an... Wieso ist der relevant? Ritter, Ratsmarschall, Ritter, Ritter, Gast. Aber der hat ganz schlechte Werte. Das Ratskanzler. Drisslaff, das ist 52. Nee. Aua. Kempten. Harsburg, Eichstätt. Stefan. Naja, gut, nimm Ritter. Ne, sag ich mal. Land zu geben, ist ja nix. Das ist mein Sohn, Engelbert. Der ist halt 10. Wenn ich das mache, wird er mein Vasall? Der mag mich? Bumm. Aber anscheinend sollte ich es irgendwelchen Gästen oder so geben. Aber die sind halt alle dumm. Ich gebe es einem Ritter. Der hat eine hohe Meinung von mir. Der mag mich. Der ist tapfer, sadistisch, paranoid. Bayerisch. Der kriegt es jetzt. So. Ist euer Vasall geworden. Leerer Ratsposten. Oh. Okay. Das ist jetzt doof. Anzo. Warte mal. Why? Na gut, Anzo, dann go. Bitteschön. Wieso ist der Ratsposten leer gewesen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ihr könnt die Bande von Graf Stefan ändern. Die Vasallenbande. Aha, wenn ich aktuell 12%. Also mehr Steuern gefallen ihm nicht. Das ist noch schlechter. Ratsrechte. Also die Sache ist halt, ich lasse das jetzt mal, wie es ist, weil das passt schon.
Graf Stefan erwartet, in meinem Rat zu sein. Ja, aber was kannst du denn? Spitzeln kannst du. Okay, aber der will auch in meinem Rat sein. Aber der kann nichts. Ist der feige? Nee, der ist furchtlos. Antagonist. Das ist gefährlich. Dynastiemörder. Uff. Das ist halt, wenn ich den jetzt tausche gegen Stefan, dann wird das schlecht. Und es wird noch schlechter. Okay. Weißt du was, Graf Stefan? Du bist erst Graf geworden. Chill mal. Okay. Und stell dich nicht so an. Erstmal muss das passen. Bis 41, ja, 50, ja, 50 Jahre. Bis dahin ist er tot. Passt schon. Eichstätt gehört mir. Genau. Herzogtum Augsburg. Ah! Bregenz und Alpsee gehören wohl mir. Der hat doch viele Truppen, aber der verliert auch viele Kämpfe. Das ist irgendwie... Ja, das ist egal. Vasall verliehen. Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Vasall. Gute Neuigkeiten. Ich habe mich dazu entschieden, zu euren Vasallen zu machen. Ja, cool. Okay. Ja, warte mal. Ja, cool. Der hat mir einfach einen Vasallen gegeben. Wie cool ist das denn? Hat der Kinder? Ja. Das ist nicht eingesperrt. Dann brauche ich mich um den gar nicht kümmern. Titel vergeben? Nö. War das nicht der, mit dem ich irgendwelchen Schwachsinn machen wollte? Weiß es nicht. Kerke auslösen. Einen Gefallen würde ich annehmen. Er braucht keinen Gefallen. Er wird nicht annehmen. Ja gut, dann ist er halt... Dann ist er jetzt halt erstmal Pech, ne? Ich habe ein Vasallen geschenkt bekommen. Wie cool ist das denn? Stehe ich da drin? Ich müsste da doch drin stehen. Ja. Okay, Reichsgröße 7. Meinung vom Lehnsherrn. Okay. Ihr könnt einen neuen Vorzug freischalten. Ja dann, Verteidigervorteil. Mehr Kontrolle in Gemeinden. Gib mir mehr Kontrolle. So. 20%. Mehr Kontrolle in Gemeinden, mehr Kontrolle in Gemeinden. Okay, das wird langsam. Sehr gut. Burgau, da haben wir die 100%, da haben wir die... Wie schaut's denn da unten aus? Das ist schon wieder schwäbisch. Wir haben effektive Besteuerung, das ist gut. Und wir haben freie Ackerflächen, das ist schlecht. Habe ich irgendwo eine Armee? Nee. Was geht hier ab? Da könnte ich doch... Guck mal. Der verteidigt. Und der gewinnt ganz gut. Kann ich hier nicht... Ein
Oberhäuptling ist nicht euer Verbündeter. Ah, okay. Die Gabe der Großzügigkeit. Mein Sohn Engelbert ist schon lange begeistert von seinem Hausritter. Nachdem er ihn endlich persönlich kennenlernen durfte, wiederholt er die Worte des Ritters gebetsmühlenartig. Gebt anderen, was ihnen zusteht, dann geht es euch ebenso. Wenn er großzügig ist, haben wir weniger Einnahmen. Er mag mich nicht mehr so gut. Diplomatie geht hoch. Ich halte Anspannung. Ich verliere die Eigenschaft. Er bekommt fleißig. Fleißig ist gut. Geduldig. Oh, geduldig ist sehr gut. Bildung, Meinung, Lehnsein, Vasall. Das ist gut. Das bekommt er. Aufs Ganze gehen. Dann werde ich meine Fähigkeiten im Bereich Diplomatie auf die Probe stellen. Er hat Meinung erhalten. Okay. Ich lese den letzten Brief, den mein Lehnsherr König Ludwig mir geschickt hat, wie auch immer das geht, und lächle. Zumindest scheint er mich jetzt in ein besseres Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, die Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihm näher zu kommen. So, es ist riskant. Aber die minus 10, dann wäre ich bloß bei plus 20, weil die 30 habe ich schon bekommen. Hier unten, ne? So. Hier ist nur 30, passt. Aber ich könnte auf 50 gehen. Und nur 10 verlieren. Und ich setze meine Bemühungen fort. Das mache ich. Okay. Immer noch gut. Immer noch gut. Kriegsbeitritt anbieten. Ihr führt keine Seite in einen Krieg an. Führt keine Seite. Okay. Dann kann ich Ansprüche erbitten. Ach so, ja, nein, das, nein. Klar. In den Krieg rufen. Seid gegrüßt, Herzog Gundberg von Augsburg. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch mir bei Agrianer Krieg und den Anspruch Fürstbischof Floribert auf Grafschaft von Zuthpen anzuschließen. Sie setzt Zeugs ein. Feinde. Die Gräfin Gerbega, die ist stark. Und der Typ. Sie selbst ist mit 1600 stark. Welcher Krieg ist das? Angriara-Krieg. Das ist dort oben. Okay, weißt du was? Ich nehme das jetzt an. Ich bin jetzt dabei. Ihr seid einem Krieg beigetreten. Blablabla. So. Das heißt, Sammelpunkt hier oben. Zack, alle ausheben. Okay, heben jetzt aus. Schwupp, 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 schwupp. 8,55. Das ist das Maximum. Scheint so. Okay, dann gehen wir da hoch. Das ist verbündet, das ist feindlich. Zuthpen. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Nein, nicht alleine kämpfen. Wart doch auf mich. Oh mein Gott. Verbündeter tritt Krieg bei Herzog Herold. Angriara-Krieg. Oh, wir werden stärker, stärker, stärker. Das ist gut. Zuthrien. Zuthpen. Die verteidigt. Verbündet. Hey, warte, warte, warte. Ich wollte die Verbündeten angucken. Der da. Da unten. Okay, es geht um den Anspruch. Dort oben. Da helfen wir doch mal mit. So, wo sind meine Truppen? Brauchen noch ein bisschen. Lauf, 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 lauf. Der kämpft da selber. Laufen, 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 laufen. Gehen wir doch mal nach Zuth. Was ist denn in Zuthpen eigentlich? Da hat eine Baronie. Boah, komplette Vernichtung. Da kommt noch eine Armee. Aber die müsste ich schaffen können. Der hat. Warte, warte, warte. Einen Durchschnittswert von 9. Ich habe einen von 16. Das Ding ist. Ich selber möchte die Armee führen. So.
Kann ich den abfangen? Das wäre natürlich gigantisch gut. So, ich komme da mit rein. Mögliche Schlacht. Ja, 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 ja. 5 Tage. Die Chancen sind ausgeglichen. Ja, nee, das schaffen wir schon. Da kam jetzt noch mit Verstärkungen rein. Aber ich renne da ja mit hin. Zack. Bin drauf. Glaube ich. Ja. 14 Ritter. Logistiker. Vorsichtiger Anführer. Das ist gewonnen. So, und dann können wir noch die Baronie angreifen. Es gibt ein bisschen Geld. Die Steuern sind weg. So. Okay, das wird jetzt belagert. Und damit haben wir es gewonnen. Weil die Armeen von denen sind zerschlagen. Was haben die noch? 300 Truppen, wir haben 3000. Das ist ein einfacher Sieg. Ein bisschen Gold, ein bisschen Ruhm, ein bisschen Hilfe. Da kommt noch mehr. Passt. Ich würde schon noch gern bei manchen Kriegen mitmachen. Hier zum Beispiel. Ne? Das wäre. Der scheint das so gut zu gewinnen. Der Typsi. Aber sieht nicht so aus, als könnte ich dem helfen, weil wir nicht verbündet sind. Und ich habe auch keine Kinder und nichts mehr, um da irgendwie Bündnispartner zu schmieden. Na? Weil der ist verbündet. Ich würde gerne mit Backspace zurückgehen, aber das geht nicht. Wäre cool, wenn es dann. Ja, wenn das auf Hotkey wäre. B! B für Back. Ah, das ist perfekt. Oh, nice. Okay. Oh, B wird meine neue Lieblingstaste in dem Spiel. B. B ist super. B ist gigantisch. Die haben schon Katapulte und so ein Quatsch. Wow. Schaut mal, die Armee besteht aus 5 Rittern und 10 Katapulten und das war's. Geil. Okay. Er kann es halt nicht belagern, ne? Die Garnisonen selber sind schon zu stark. Hat Aufgabe mehr Kontrolle beendet. Das ist gut. Kann ich irgendwo die Kontrolle angucken? Entwicklung, Regierung? Nee. Grafschaften? Häuser? Glaube? Kulturen? Herzogtümer? Königreich? Nein. Okay. Hier ist leider immer noch Besitztum, freie Ackerflächen. Das wird irgendwann hoffentlich besser. So. Dann kannst du dich doch wieder hier um das kümmern, weil der Rest scheint ja zu passen. Ne? Grafschaft von Passberg. Hier haben wir 100%. Hier haben wir 100%. Die Volksmeinung ist so, wie es halt ist. Die Kontrolle hier, aber die wird. Obwohl, weißt was? Kümmer dich da noch schnell drum. Die 9 Monate hast noch. So, wir haben 50 Gold. Das ist nice. Ja, dann. Wird nicht annehmen. Warum nicht? Ah, nur der kann das machen. Okay. Ja, ich kann wieder nach Hause gehen. Mit der Armee. Wir haben 100%. Das war's. Ab nach Hause. Also, ne. Zustieren ist durch. Das war's. Mit der Armee mache ich nichts mehr. So sei es. Wir bekommen 10 Prestige. Wow. Wow. Nicht mal das. Aber wir haben unser Bündnis gemacht. Mächtiger Vasall. Ihr könnt kämpfen. Oh, ja, 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 ja. Natürlich. Gut, dass der mir das sagt. So, mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Das ist relativ egal, aktuell noch, ne? Persönliche Diplomatie, nicht wesig des Armeens her. Warum denn? Da ihr nicht der rechtmäßige Lehnsherr sein. Will, dass der eigene Lehnsherr Herzogtum von Nordgau hält. Okay, Herzogtum von Nordgau. Eichstätt. Okay, Nordgau, was geht denn da? Und
Nordgau, Herzogtum von Nordgau. Okay. Eichstätt, Nordgau. Das heißt, ich sollte Nordgau halten. Irgendwie. Seid gegrüßt. Durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur haben die bayerische Tradition für euch für sich angenommen. Das ist gut. Dann machst du gleich weiter mit Kultur fördern. Genau, die sind Schwäbisch, Schwäbisch, das ist Bayerisch. Genau. Go. Augsburg soll Bayerisch werden. So, jetzt gibt's wieder Geld. Sehr schön. Wie teuer sowas ist, ne? Aufgebote. Stehen zu haben ist schon teuer. Okay. Passt, 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 passt. Dieser Vasall, blabliblablub. Aber das sieht in Ordnung aus aktuell. Das ist voll egal. Bis 899. Ja, aber ich kann da ja nichts machen. Außerdem muss ich immer noch den König beeinflussen. Okay. Ist halt die Frage, wie soll ich das bekommen? Weil das ist der Welzenbach. Hohenburg, ne? Also der macht hier Stress, weil er sich denkt, so. Dein Grafschaft von Parsberg. Von Herzogtum ist. Herzogtum Nordgau. So, das heißt, ich brauche Hohenburg. Hohenburg. Und was war das andere? Also ich brauche Hohenburg und Leuchtenburg. Leuchtenburg und Hohenburg. Leuchtenburg, Hohenburg. Leuchtenburg, Hohenburg. Leuchtenburg, Hohenburg. Leuchtenburg. Hohenburg, Leuchtenburg, Hohenburg, Leuchtenburg, Hohenburg, Leuchtenburg, Hohenburg, Hohenburg und Leuchtenburg. So, dann kann man doch mal gucken, ob ich. Hä, Passberg hätten wir doch schon. Das macht doch gar keinen Sinn. Hallo? Hohenburg. Ob ich die bekommen kann. Das täte mich mal interessieren. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob es klug ist, weil ich muss gestehen, Hohenburg gehört ihm. Aber der ist halt geschwächt, ne? Der steht da, der ist ein bisschen geschwächt, die kann auch nichts. Wir sind beide Herzogtümer, könnte klappen. Nachdem. Und der ist eh eingekerkert, deswegen mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das ist eigentlich dumm, aber geht jetzt nicht anders. Ich mache es hier aber Ende. Passt erstmal schon wieder. War jetzt mal eine kürzere Aufnahmesession, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich finde das Spiel nach wie vor arschgeil. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.